loslegen. Danke. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich greife die Katzengeschichte von vorhin noch mal kurz auf, das hat mich irgendwie inspiriert. Meine Katze verhungert nämlich nicht und das liegt nicht am regelmäßigen Füttern, sondern daran, dass sie auch mal bei den Nachbarn was zu fressen kriegt. Weil wir nämlich in einer Nachbarschaft leben, die aufeinander achtet, die aufeinander guckt und sieht, wo man sich gegenseitig mal helfen kann. Und das ist auch das, was mich politisch motiviert, eine starke Gesellschaft, eine Gesellschaft, die zusammenhält und füreinander einsteht. Und ich glaube, wir Grüne haben sehr viele und gute Konzepte, um so etwas zu fördern. Das hat man auch heute gesehen. Wir haben sehr viele starke Kandidatinnen und Kandidaten gehabt. Und ich glaube, das ist mein viertes Mal, dass ich bei einer Listenaufstellung LDK dabei bin. So stark und gut wie heute war es wirklich noch nie, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen sage ich euch, und das wisst ihr sicherlich auch schon, 2019, das wird unser Jahr. Das wird unser Jahr, in dem wir grün kämpfen werden und in dem wir Sachsen grün umkrempeln werden, liebe Freundinnen und Freunde. Und zwar jetzt im Mai zu den Kommunal- und Europawahlen und natürlich im September zu den Landtagswahlen. Und ja, warum rede ich dann vom grünen Kämpfen, wenn wir über so viele grüne Hochs sprechen und wenn wir über so viele gute Ergebnisse sprechen? Warum müssen wir dann noch kämpfen? Wir müssen kämpfen, weil unsere Umwelt in Gefahr ist und weil unsere Demokratie unter Beschuss steht. Und warum grün kämpfen? Weil wir Grünen natürlich die Partei für Demokratie sind, die Partei für Menschenrechte, die Partei für Gesellschaft. Als ich 1999 mich entschieden habe, nach Leipzig, nach Sachsen zu kommen, da herrschten in meiner Heimatstadt Frankfurt noch grobe Vorurteile. Ja, meine Eltern hatten sogar Angst. Mein Vater hat gesagt, du gehst dahin, wo sie Ausländer wie mich jagen. Ich bin froh, dass ich ihm sehr schnell zeigen konnte, dass er keine Angst haben musste in Sachsen, dass hier sehr viele liebe, offene, vielfältige Menschen leben, die offen sind für Neues und dass wir starke Gesellschaften haben in Städten und in Orten. Und ich glaube, wir Grüne haben dazu in den letzten Jahren auch sehr viel beigetragen, dass das sich weiterentwickelt hat und dass Menschen bei uns vielfältig leben können, offen leben können und gut und gerne leben können. Aber trotzdem habe ich irgendwie immer ein schlechtes Bauchgefühl, wenn ich an die Landtagswahlen denke. Ja, in der letzten Zeit kommt mir sogar oft die Angst meiner Eltern von vor 20 Jahren wieder auf, weil es ist etwas passiert, was ich noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehalten hätte. Rassismus und Diskriminierung hat sich nicht nur eingeschlichen bei uns, nee, es scheint wieder salonfähig geworden zu sein. Ich erlebe im Freundeskreis, ich erlebe in meiner Familie, dass Menschen keine Wohnung bekommen, weil sie keinen 0815-Namen haben, sie keinen Job bekommen, weil sie vielleicht eine andere Hautfarbe haben, dass Kindern der höhere Bildungsweg überhaupt schon ausgeredet wird, weil sie nicht in Deutschland geboren sind. Und vieles, vieles mehr, was ich gar nicht thematisieren kann, da könnte ich endlos drüber sprechen. Ja, es gibt Menschen in Sachsen, die haben Angst vor Rassismus. Und gegen diese Angst, da helfen keine Polizeigesetze, da helfen keine Kontrollen und da helfen auch keine anderen Gesetze. Gegen diese Angst hilft nur eins, eine starke Gesellschaft, eine Gesellschaft, die zusammenhält, die füreinander einsteht, egal woher man kommt, wer man ist und wie man aussieht. Ich lebe in einer binationalen Familie, in einer multikulturellen Familie. Wir sprechen zu Hause 4 Sprachen, wir haben 3 Staatsangehörigkeiten, 2 Religionen. Wir sind Vielfalt pur. Und wir fühlen uns mit unserer Vielfalt zu Hause hier in Sachsen. Und wir kennen viele Menschen, die so leben, die sich so zu Hause fühlen. Aber es gibt Leute, die wollen uns dieses Heimatgefühl streitig machen. Die wollen uns einreden, dass so wie wir sind, dass wir so nicht hier zu Hause sein können. Und ja, viele lassen sich davon einschüchtern. Viele denken darüber nach, dass sie nach dem 1. September nicht mehr in Sachsen leben können. Und wenn ich darüber nachdenke, dann kommt in mir ein ganz großes Nein raus. Dann denke ich, nein, das kann nicht sein, nein. Sachsen ist auch unser Land. Auch wir können hier in Sachsen aktiv sein und auch wir haben die gleichen Rechte, hier zu wirken, hier Politik zu machen und stark zu sein. Und genau deswegen will ich aktiv werden, genau deswegen will ich hier mitbestimmen und will helfen, dieses Land endlich in die richtige Bahn zu lenken, in die grüne Bahn. Mein politisches Fachgebiet, man hört es wahrscheinlich schon raus, ist die Migrationspolitik. Ich mache das privat, ich mache das seit vielen Jahren beruflich und seit 5 Jahren auch in der Leipziger Stadtratsfraktion. Da bin ich migrationspolitische Sprecherin.
Und wir konnten in den letzten 5 Jahren vieles auf den Weg bringen, damit Leipzig vielfaltspolitisch und diversitätspolitisch moderner wird. Und genau das möchte ich gerne auch in der Landtagsfraktion tun. Ich möchte, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund, wir Migrantinnen und Migranten, dass wir eine Stimme bekommen. Eine Stimme, die nicht nur hörbar wird, die nicht nur gehört wird, sondern eine Stimme, die auch mitsprechen darf. Das ist nämlich genau das Problem hier in Sachsen. Wir sind ein migrationspolitisches Entwicklungsland. Was anderswo gang und gäbe ist, das ist bei uns noch nicht mal spruchreif. Wenn ich in den Sächsischen Landtag gucke, fällt mir nur ein Abgeordneter mit Migrationshintergrund auf und der sitzt in der CDU-Fraktion. Das ist nicht gerade die Fraktion, die für Vielfalt und Migrationspolitik und Offenheit in Sachsen steht. Aber wir Grünen können das ändern und wir müssen das ändern, denn wir sind die Partei der Demokratie, der Bürgerrechte, der Menschenrechte. Und nur wenn wir uns alle mitmachen lassen, nur beim Zusammenarbeiten und nicht beim Übereinanderarbeiten, da entsteht Demokratie, da entsteht eine starke Gesellschaft. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, deswegen bitte ich euch darum, gebt mir eure Stimme, unterstützt mich dabei. Unterstützt mich dabei, ein grünes, vielfältiges, gerechtes Sachsen zu schaffen. Ein Sachsen, in dem alle Menschen, egal wie sie aussehen, woher sie kommen, wie sie leben, wie sie sich verhalten, in dem alle gut und gerne leben können. Ein Sachsen für alle. Und warum? Danke. Warum solltet ihr mich dabei unterstützen? Weil ich mit Herzblut dafür kämpfe, weil ich mit Herzblut für ein vielfältiges Sachsen stehe. Danke.